Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid. Könnt ihr mich alle relativ gut verstehen, auch in den hinteren Reihen? Ja, okay, weil da hinten Bands und so. Ja, fantastisch. Ich habe sehr viel mitgebracht, ich habe sehr wenig Zeit und ich spule aus Versehen schon vor. Hervorragend. Ja, meine Vorrednerin hat mir ein kleines bisschen Material schon vielleicht vorweggenommen, aber das ist mir egal, ich habe genug eigenes und ich habe eine wunderschöne Foliensammlung. Es ist schön, dass ihr da seid. Mein Vortrag heißt Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt besser machen können. Und mit den Everyday Heroes seid ihr alle gemeint, denn wir alle können Helden sein. Und dazu meine erste Frage. Wer von euch wollte in Kindheit oder vielleicht auch später Superheld werden? Ihr dürft aufzeigen, auch Mädchen. Sehr gut, sehr gut. Was wolltet ihr werden? Was wolltest du werden? Wer wollte welche? Sag, welcher Superheld wolltest du werden? Du wolltest Superman werden? Es gibt auch Supergirl. Übrigens sollte sie Superwoman heißen, by the way. Super. Ich wollte Power Ranger werden immer. Das war mein erster Berufswunsch, ehrlich gesagt. Und die Dinger hier sehen jetzt ein bisschen aus wie Minions mit Fetisch, aber okay. Jedenfalls, ich will nicht seit einiger Zeit nicht mehr Power Ranger werden, seit ungefähr 1-2 Jahren, weil ich gemerkt habe, ich werde einfach nie in diesen Anzug passen. Aber egal. Das Coole ist, wir müssen nicht mit Superkräften durch die Welt ziehen, damit wir die Welt retten können. Wir brauchen dafür nichts Besonderes. Wir brauchen nur ein paar einfache Entscheidungen und darüber werde ich heute mit euch reden. Aber damit ihr überhaupt wisst, wer zur Hölle ist eigentlich dieser Typ, der sich hier anmaßt, über Weltrettung zu reden, kurz zu mir, beziehungsweise Bullshit. Ich, by the way, habe ich erwähnt, dass ihr die Ersten seid, denen ich diesen Vortrag sage? Ich bin ganz schön nervös. Tut mir leid, aber ich bin nüchtern. Noch. Jedenfalls. Wer von euch glaubt eigentlich, dass wir die Welt überhaupt retten müssen? Einmal aufzeigen. Wer glaubt? Wow! Ihr Gutmenschen, was soll das? Wer von euch glaubt, dass ich übertreibe? Okay, ich liebe euch. Ihr habt gewonnen. Tschüss, danke. Nein, okay. Kurz zu mir, damit ihr wisst, wer zur Hölle dieser Typ überhaupt ist. Mein Name ist Lars, ich bin 31 Jahre alt, ich bin von Beruf Synchronsprecher und Regisseur. Hauptsächlich vor und hinter dem Mikrofon tätig. Habe unter anderem für diese Herrschaften hier gearbeitet und mache seit Mitte 2017 den Veggie World Podcast. Da kommt jede Woche Montag eine neue Folge raus über das Thema vegan. Habe da wundervolle Unterstützung erhalten von unter anderem diesen wundervollen Herrschaften hier. Stina Spiegelberg, Köchin und Bäckerin, wundervolle Frau. Sie hat vegane Buttercroissants gemacht, die Welt liebt sie. Sophia Hoffmann, auch großartige Köchin, hat am Sonntag, glaube ich, hier eine Kochshow. Hat ein Zero Waste Kochbuch schreibt sie gerade, auch eine sehr, sehr wichtige Person. Nico Rittenau, der ist Stammgast mittlerweile bei mir im Podcast, Ernährungswissenschaftler und ja, der hat, glaube ich, auch Sonntag auch hier einen Vortrag, also sehr zu empfehlen. Und über sie kommt man nicht hinweg, an ihnen kommt man nicht vorbei, Aljoscha und Gordon von Vegan ist ungesund. Die beiden Konsorten sind auch bei mir mal im Podcast unterwegs. Kurz zu mir noch, ich habe vor 6 Jahren ungefähr den Absprung geschafft, da habe ich nämlich mein Leben etwas umgestellt, nachdem ich von Dr. Richard Oppenländer einen Vortrag gesehen habe über unsere Ernährung und wie sie unsere Umwelt beeinflusst. Bis dahin war ich 25 Jahre lang Fleischesser, meine Frau, damals Freundin, war Vegetarierin, meine Familie waren Vegetarier, es war mir scheißegal. Dann habe ich diesen Vortrag gesehen und habe gedacht, ich kann nicht so weitermachen und aufgrund dieser Entscheidung habe ich mich dann umgestellt. Jetzt denken wir vielleicht, wir sind einige Veganer hier, wir essen schon vegan, wir haben eine Sojawurst, wir sind Helden, fantastisch, wir müssen nichts mehr machen, wenn ihr vegan seid, fantastisch, ich liebe euch, aber wir können noch so viel mehr machen, als nur vegan sein und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Zuallererst aber einmal möchte ich sagen, wenn ihr vielleicht nicht vegan seid, wenn ihr vielleicht irgendetwas macht, worüber ich rede, wie zum Beispiel Plastikverbrauch oder irgendwas anderes, und ihr macht das noch, bitte fühlt euch nicht auf die Füße getreten. Es geht mir hier nicht darum zu zeigen, wer perfekterer ist als der andere oder wer besser ist. Es geht mir darum, dass wir alle das Problem erkennen müssen. Guten Tag, Grammatik. Wir müssen alle das Problem erkennen, womit wir uns hier konfrontiert sehen und wir müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten. Also egal, ob wir Fleisch essen hier im Zelt oder nicht, wir können alle etwas verbessern. So. Und noch ein kurzer Disclaimer, ich werde am Anfang ein kleines bisschen Probleme haben, meine Wasserflasche zu öffnen. Das ist kein Wodka, kannst du mir mal kurz aufmachen, vielen Dank. Ich rede ein kleines bisschen düsteren Kram am Anfang. Es geht ein ganzes Stückchen ins Lande Mordor hinein. Es wird nicht unbedingt sehr viel Spaß machen. Aber ich verspreche euch, irgendwann geht es auch wieder zurück ins Auenland. Und zwar wortwörtlich, ich zeige euch noch warum. Und ja, es geht mir wie gesagt darum, dass wir erkennen, was das Problem ist.
Okay. Ich sehe den Graslutscher und den Artgenossen in meinem Hinterkopf und denke, scheiße, ich habe so wenig Zeit. Okay, here we go. Worüber ich als erstes sprechen möchte, ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist irgendwie ein sehr inflationär benutztes Wort mittlerweile. Alle möglichen großen Firmen haben das Wort Nachhaltigkeit in ihren Kampagnen. Gestern habe ich noch gehört, Teddy, der 1-Euro-Shop, hat eine Nachhaltigkeitskampagne, während sie gleichzeitig 3 Produkte zurückrufen, weil sie giftig sind. Es ist fantastisch. Nachhaltigkeit hat vor allem ein Problem, denn abgesehen davon, dass dieses Wort so oft benutzt wird wie das Wort nice, was mich tierisch nervt, bedeutet es letztendlich nur, dass wir die Dinge nicht noch schlimmer machen wollen, als sie jetzt schon sind. Und da habe ich irgendwie ein Problem mit. Sollte unser Ziel nicht das hier sein, dass wir regenerativ arbeiten, also versuchen, den Planeten besser zu hinterlassen, als wir ihn vorfinden? Das, finde ich, sollte unser Ziel sein. Reden wir also über den Zusammenhang zwischen unserem Konsum und der Umwelt. Wasser zum Beispiel, ein klassisches Frühstück, das hier ist ein bisschen britisch angehaucht, tut mir leid. Was hat ein klassisches Frühstück mit unserer Umwelt zu tun? Zum Beispiel mit den über 1 Milliarde Menschen, die weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Oder zu den über 800 Millionen Menschen, die an Hunger leiden und den über 2 Milliarden, die mangelernährt sind weltweit. Was hat unser Frühstück, unser Mittagessen, unser Abendessen damit zu tun, was mit Meeresschildkröten, Fischen, Delfinen, Haien, Walen passiert? Natürlich ist es eine Fangfrage. Es geht alles um unsere Ernährung. 88,4% der Deutschen essen sämtliche Tierprodukte, die uns zur Verfügung stehen. Fisch, Fleisch, Milch, Eier, alles, was dazugehört. Da habe ich, wie gesagt, auch sehr lange zugehört. 10% in Deutschland leben vegetarisch und 1,6% leben mittlerweile vegan. Was hat dieser Kreislauf miteinander zu tun? Wie beeinflusst sich das alles? Es fängt natürlich alles erstmal mit der Masse an. Wir verbrauchen sehr viel. Wir sind mittlerweile 7,6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Täglich kommen 200.000 dazu. Das ist nicht die Geburtenrate. Das ist die Leute, sind die Leute, die wirklich dazukommen, abzüglich der Sterberate. Das sind unglaublich viele Menschen. Und jedes Jahr züchten, halten, schlachten wir 60 Milliarden Landtiere um den Dreh. Dazu kommen noch, und diese Zahl lässt sich sehr schwer genau festlegen, irgendwas zwischen 970 und 2.700 Milliarden Fische. Außerdem noch 100 Milliarden Fische aus der Aquakultur oder Fischfarmen, wie sie auch heißen. Es sind sehr viele Tiere, die wir da verbrauchen. Also was machen wir? Wie können wir diesen Massen entgegenwirken? Denn momentan verbrauchen wir irgendwas zwischen 1,7 und 2 Planeten Erde, weil weltweit gesehen, wenn wir so leben wollen wie wir Europäer oder wie die Amerikaner, brauchen wir irgendwas zwischen 3 und 5 Planeten Erde. Vielleicht ist es euch aufgefallen, mir ist es sehr spät aufgefallen, wir haben nur eine. Das Ganze verbraucht eine Menge Ressourcen. 45% unserer Landfläche werden dazu benutzt, Tiere in irgendeiner Form zu füttern oder zu halten. Und 1/3 unseres Trinkwassers wird in Tierhaltung gesteckt. Aber dafür bekommen wir auch was zurück. Nämlich das hier. Oh ne, Entschuldigung, das ist zu klein. Das hier. Das 130-fache an Exkrementen, was wir Menschen ausstoßen können. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Und wir bekommen noch mehr zurück, denn wir bekommen auch Treibhausgase zurück. Sämtliche Verkehrsmittel, also alle Flugzeuge, alle Züge, alle Schiffe mit ihren Schwerölverbrennungsmotoren, sämtliche Autos auf der ganzen Welt erzeugen ungefähr 13% CO2 oder CO2-Äquivalente. Die Landwirtschaft mit Tieren erzeugt mindestens 18. Es gibt andere Studien, die gehen bis zu einer Zahl von 51% aller Treibhausgase. Ich bin mal mit der konservativen Zahl hier gefahren. Was es aber auch für eine Zahl ist, sie ist zu hoch. Wir haben hier sehr, sehr viele Treibhausgase. Was machen wir also? Sollen wir vielleicht nur noch Bio essen? Denn wie meine Mama immer sagt, Bio macht alles gut. Was glaubt ihr, wie viel Bio essen wir überhaupt so in Deutschland? Wie viele Biotiere essen wir in Deutschland? 40%? Wer ist für 40%? 2%? Okay. Wer bietet mehr? 5? Wer bietet mehr? 16? 60? 8%. 8%, 16% ist die höchste. Okay. Irgendwo zwischen 2 und 5% Bioprodukte essen wir. Der Rest, 95-98%, ist konventionell. Das ist gar nicht so viel Bio, wie wir immer sagen. Ich höre so viele Leute, die sagen, ich esse nur Bio. Das kann gar nicht sein. Alle meine Freunde, meine auch, alle essen Bio. Wir essen gar nicht so viel Bio. Aber was, wenn wir alle Bio essen würden? Denn Bio verbessert doch die Lebensumstände. Das müsste doch eigentlich alles gut machen, oder? Was die Umwelt angeht und was den Ressourcenverbrauch angeht, macht es leider alles deutlich schlimmer. Denn so ein Biotier verbraucht natürlich mehr Platz. Es verbraucht mehr Wasser, es verbraucht mehr Futter, es lebt oft länger und verbraucht dadurch noch mehr Ressourcen als ein konventionell gezüchtetes Tier. Und letztendlich erzeugt es dadurch mehr Methan, mehr CO2
Und ich habe da mal ausgerechnet, was wäre, wenn wir jetzt alle Tiere in Deutschland, die wir so verzehren, nach EU-Ökolandbau-Bestimmungen halten würden? Was wäre, wenn wir alle Tiere nach den Mindestplatzanforderungen der EU halten würden, was Bio angeht? Wenn wir die 745 Millionen Tiere deutschlandweit, davon 600 Millionen Hühner, in Bio-Mindestverordnung halten würden, bräuchten wir eine Fläche, die entspräche Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Österreich, Polen, Großbritannien, Dänemark und Schweden. Das ist nur die Mindestfläche an Außenauslauf, die gebraucht würde. Wir reden hier nicht von Stallfläche, wir reden nicht von Weidefläche, wir reden nicht von den Farmen, die da stehen. Und wir müssten auch irgendwas mit diesen Störfaktoren machen, die da heißen Flüsse, Berge, Wälder oder Städte. Das hier wäre die gesamte Fläche nur Mindestaußenauslauf. Wir sehen also, Biohaltung macht nicht unbedingt alles besser, zumindest nicht, was die Ressourcen angeht. Und jetzt stellt euch vor, die anderen Länder, die wir da vielleicht noch benutzen wollen, die wollen vielleicht auch alle Bio haben. Das funktioniert einfach nicht. Was machen wir also? Wir essen einfach weniger Fleisch, oder? Weniger Fleisch essen ist etwas, was ich sehr viel höre von den Menschen, die sagen, wenn wir alle weniger Fleisch essen würden, dann wäre der Welt geholfen. Und das ist ein super Schritt, definitiv ein sehr guter Schritt. Viele sagen ja, ich esse nur noch Biofleisch vom Metzger meines Vertrauens um die Ecke. Dazu meine Frage, wie viele Ecken gibt es eigentlich? Alle Metzger scheinen irgendwie um die Ecke zu sein. Ich weiß nicht, ob man Metzgern von der geraden Straße nicht vertrauen kann, ich weiß es nicht. Aber sagen wir mal, wir essen alle weniger. Einmal die Woche essen wir nur noch Fleisch. Was machen wir dann? Schlachten wir nur noch 8,5 Milliarden Landtiere? Fangen wir nur noch 385,5 Milliarden Fische und lassen nur noch 114 Milliarden Menschen verhungern? Das löst irgendwie das Problem nicht. Vor allem steuern wir darauf zu, dass wir 8, 9, 10 Milliarden Menschen bis 2050 werden. Wir werden zu viel verbrauchen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, kein Fleisch mehr essen, was sollen wir dann essen? Sojawurst, Soja macht den Regenwald kaputt. Dann habt ihr gewisserweise recht. Denn diese Zahl stimmt nicht ganz. 80% der Regenwaldvernichtung geht auf das Konto der Tierhaltung. Ob das jetzt Futtermittel sind oder ob das direkt Weidefläche ist. 18% gehen für andere Produkte drauf, zum Beispiel Sojaöl und andere vom Menschen benutzte Produkte. Aber nur 2% gehen für Tofu und Co. drauf. Also lasst euch bitte nicht einreden, wenn jemand sagt, Sojamilch zerstört den Regenwald. Das Soja, was wir in Deutschland verbrauchen, ist größtenteils aus Europa. Also macht euch da keinen Stress. Jedes Jahr wird der Regenwald gerodet, und zwar eine Fläche von 137.000 Quadratkilometern. Das heißt, wir könnten jedes Jahr eine Fläche von NRW, Baden-Württemberg und Bayern einfach in Brand setzen. Finde ich nicht so geil. Ich meine, gut, es sind nur ein paar Bäume, oder? Es sind ja nur ein paar Bäume, aber diese paar Bäume erzeugen ein Fünftel unseres Sauerstoffs weltweit. Ein Fünftel. Und es wird davon ausgegangen, dass 50% sämtlicher Pflanzen- und Tierarten der Welt in Regenwäldern leben, ausschließlich. Und auch wenn wir viele dieser Arten noch nicht mal erforscht haben oder noch nicht mal alle entdeckt haben, wird davon ausgegangen, dass 135 Tier- und Pflanzenarten pro Tag verloren gehen, für immer. Okay, sagen wir also, wir essen kein Fleisch mehr. Aber Fisch essen wir, weil Fisch ist gesund. Oder? Und Meere sind uns irgendwie egal, auch wenn 70% des Planeten von Wasser bedeckt sind. Meer ist irgendwie der nasse blaue Strandrand oder Fische schreien auch nicht, wenn sie geschlachtet werden. Fische sind okay, oder? Jedenfalls denkt das die Fischindustrie, denn jedes Jahr arbeitet sie hart daran, unsere Meere und deren Bewohner auszubeuten. 108 Millionen Tonnen Fisch werden jedes Jahr gefangen. Dazu kommen, wie gesagt, die 100 Milliarden Fische aus Aquakultur oder Fischzucht. Ein Drittel aller gefangenen Fische landen als Fischfutter in anderen Fischmägen. Wenn wir hier mal über nachhaltige Fischerei und super geschlossene Kreisläufe nachdenken. Aber natürlich sind das nicht alle Fische, denn pro Kilogramm Fischen, die in Netzen landen, kommen noch 5 Kilogramm Beifang dazu. Beifang sind Fische, die sich einfach mit in diesen riesigen Netzen verfangen und mitsterben. Die werden dann verletzt oder tot wieder ins Meer geschmissen. Das ist effektiv Müll. Und das sind nicht nur Fische, die uns kulturell eher egal sind, das sind auch coole Typen wie Flipper. Ja? Und Flipper ist nicht allein, denn jedes Jahr sterben in Netzen und Fangleinen ungefähr 300.000 Delfine und Wale. Hinzu kommen 250.000 Meeresschildkröten, 100.000 Albatrosse und 100 Millionen Haie. Das sind 3 Haie die Sekunde. Also so, 3, 3, 3, 3. Das sind eine Menge Haie.
40 Millionen davon werden für Haifischflossensuppe benutzt, denen werden einfach die Flossen abgesägt, dann werden sie zurück ins Meer geschmissen. 60 Millionen landen als Beifang in den Netzen. Und Haie sind nicht ganz unwichtig, auch wenn sie ein schlechtes Image haben, denn sie sind unter anderem für Korallenriffe sehr wichtige Gesundheitsmanager. Und Korallenriffe, kennt ihr vielleicht aus dem letzten Urlaub vom Tauchen, die gehen auch langsam zugrunde. 85% aller Fischgründe gelten laut Food and Agriculture Organization, der FAO, als ausgebeutet oder kurz vor dem Kollaps. Und wie können wir das nachhaltig nennen? Denn wir können das gar nicht überwachen. 4 Millionen Fischerboote fahren jeden Tag aufs Meer und fangen das Dreifache von dem, was offiziell als nachhaltig gilt. Wobei Meeresbiologen sich sicher sind, dass sie noch überhaupt nicht sagen können, was nachhaltig ist, weil wir gar nicht genug vom Meer kennen. Wir kennen weniger über das Meer als über die Rückseite des Mondes. Und trotzdem beuten wir es aus, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Und nicht nur die Fischerei sorgt dafür, dass die Meere zerstört werden, auch die Landtierhaltung sorgt dafür. Denn durch die ganzen Nitrate, die Gülle, die in das Meer fließt, sorgt es dafür, dass es mittlerweile 500 Todeszonen in den Weltmeeren gibt. Nitratverseuchte Todeszonen, in denen gar kein Leben mehr herrscht. Diese Todeszonen haben eine Fläche von 150.000 Quadratmetern. Das ist, als hätten wir ungefähr 40% von Deutschland, die zugeschissen werden. Nur durch Gülle, die ins Meer fließt. Wir haben noch genug an Land. Wenn wir so weitermachen, dann wird davon ausgegangen, dass wir 2050 keine, und ich wiederhole, keine Fische mehr in unseren Meeren haben. Das versaut einem ganz schönen Tag. Mir auf jeden Fall. Also, was können wir dagegen machen? Ich bin jetzt ziemlich weit ins Land Mordor hineingegangen, aber jetzt wird es besser, ich glaube mir. Das Gute ist, wir können ganz einfach dieser Ausbeutung entgegenwirken. Und ich habe da ein schönes Zitat mitgebracht von einem der Permakulturgründer, Bill Mollison. Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple. Obwohl die Probleme der Welt immer komplexer werden, bleiben die Lösungen peinlich einfach. Es ist so einfach, diesen ganzen Kram nicht mehr zu essen. Wir müssen dafür keine Superkräfte haben, wir müssen nur etwas anderes kaufen. Und das können wir, oder? Das ist doch nicht anstrengend, ganz ehrlich. Und wir sparen damit eine Menge. Wir sparen damit sowohl CO2, als Veganer verbrauchen wir ungefähr die Hälfte an CO2, was ein Fleischesser verbraucht. Wobei, vielleicht sind meine Zahlen nicht ganz akkurat, meine Vorrednerin hat da ziemlich akkurate Zahlen gehabt. Und wir verbrauchen nur 1/18 der Landfläche. Außerdem sparen wir eine Menge Wasser. Wenn wir uns mal angucken, einen kleinen Vergleich. Was bekommen wir für 1000 Liter Wasser so an Lebensmitteln? Wir bekommen für 1000 Liter Wasser ungefähr 0,04 Gramm Schokolade. Oder, das ist kein Und, oder 0,06 Gramm Rindfleisch. Oder 16 Gramm Schweinefleisch, nicht schlecht. 14 Gramm Käse, 18 Gramm Butter, 23 Gramm Hühnerfleisch, ich werde fast satt, 300 Milliliter Milch oder 5 Eier. Das ist nicht so viel. Wenn wir in die Pflanzenwelt schauen, dann bekommen wir für 1000 Liter 300 Gramm Datteln, ist auch nicht so viel, sehr, sehr wasserintensiv. 300 Gramm Reis, auch sehr wasserintensiv. 1,1 Kilogramm Mais, 1,4 Kilogramm Äpfel, 4 Kilo Kartoffeln, 5 Kilo Kohl, 5,5 Kilo Tomaten oder 7,5 Kilo Salat. Da werde ich schon deutlich satter. Wir bekommen also für 8000 Liter Wasser entweder 480 Gramm Lebensmittel oder über 25 Kilogramm Lebensmittel. Wovon werden wir satter? Ich glaube hiervon. Auch wenn da kein Fleisch bei ist, aber ich glaube, wir werden von Pflanzen auch satt. Und wir werden sogar so satt, dass wir was ganz Verrücktes machen können und den Rest, den wir nicht brauchen, weitergeben können. Abgefahren. Es gibt umwelttechnisch gesehen keine einfachere Ernährung, keine sinnvollere Ernährung als die rein pflanzliche. Meiner Meinung nach auch rein ethisch nicht, aber das ist hier nicht die Diskussion. Wir können ethisch meilenweit auseinander liegen. Tiere können euch scheißegal sein. Ist okay. Dem Klimawandel ist das egal. Der ist trotzdem da. Egal, was AfD-Politiker sagen. Die Sonne scheint nicht nur gern. Unglaublich. Sorry. Und das ist nicht anstrengend. Vegan zu leben ist nicht anstrengend. Anstrengend ist, wenn wir keine Fische mehr haben. Anstrengend ist, wenn wir die 9 bis 10 Milliarden Menschen nicht mehr versorgen können. Und die erwarteten 200 Millionen Klimaflüchtlinge in unsere Gefilde strömen, weil wir in Afrika und Asien den Menschen alles Essen weggegessen haben, weil wir unsere Tiere damit füttern mussten. Das ist anstrengend. Okay. Wenn ihr bis jetzt denkt, ach du Scheiße, ist das überwältigend, ich habe keine Lust mehr. Das kann ich verstehen. Mich überwältigt das auch, aber geht Schritt für Schritt. Macht ganz langsam. Noch können wir uns erlauben, Schritt für Schritt zu gehen. Aber geht.
Okay? Das Gute ist, wir sind heutzutage nicht allein, die Informationen sind super easy. Ich gucke mal kurz auf meine Uhr, um zu gucken, okay, ich lebe noch, alles klar. Das Gute ist, wir sind nicht allein. Wir sind mittlerweile 1,3 Millionen Veganerinnen und Veganer in Deutschland. Wow, jeden Tag kommen ungefähr 200 dazu. Und 2000 Vegetarierinnen und Vegetarier. Ist das geil? 2008? Ja, ja, verdammte Scheiße. Ich fand das auch ziemlich geil. Das Geile ist vor allem, 2008 waren wir noch 80.000. Also nicht wir, ich war noch nicht dabei. Wir haben diese Zahl innerhalb von 10 Jahren verfünfzehnfacht. Und die Kurve nimmt nicht ab, liebe Leute. Also, es macht einen Unterschied. Okay? Also, jetzt denken wir sind vegan. Cool, wir haben alles geschafft. Ich klebe mir eine kleine V-förmige Medaille um und alles ist gut. Ciao. Nein. Wir können noch viel mehr machen, als nur vegan leben. Ja, wenn ihr vegan lebt, ich liebe euch, ihr seid großartig, vielen Dank dafür. Aber wir können noch mehr tun. Es gibt nämlich ein kleines Problem, das heißt Food Waste oder Lebensmittelverschwendung. Weltweit werden jedes Jahr ein Drittel unserer Lebensmittel weggeschmissen. Das sind 1,3 Milliarden Tonnen. Tut mir leid wegen der großen Zahlen heute. Übrigens, wenn ihr euch irgendwelche Themen noch später reinziehen wollt, ja, das ist nur ein Überblick. Ich habe am Schluss eine Folie, wo ich nochmal Links habe, die könnt ihr euch abfotografieren, könnt ihr euch weiter informieren. Das ist nur ein Überblick, wenn ich liefern kann, ich habe nur begrenzte Zeit. Graslutscher, sorry, bedankt euch bei dem. 1,3 Milliarden Tonnen werden weltweit weggeschmissen. Und auch in Deutschland sind wir nicht besser. Wir werfen 88 Millionen Tonnen Lebensmittel weg pro Jahr. Das sind statistisch gesehen durchschnittlich 1,1 Tonnen pro Person. Das stimmt allerdings nicht ganz, nicht jede Person wirft so viel weg. Aber allein das Wasser, was wir verbrauchen, um unseren Lebensmittelmüll herzustellen, hätte eine Wasserfläche von Niedersachsen. 260 Millionen Kubikmeter Wasser werden nur verbraucht, um unseren Lebensmittelmüll herzustellen. Gucken wir mal, wer das alles wegschmeißt. Das sind doch die Konzerne, oder? Das sind doch die da oben. 11% werden in der Produktion dahingesemmelt. Unter anderem krummes Gemüse oder Kartoffeln, die bei der Nachernte liegen bleiben, sowas. 19% gehen in der Verarbeitung flöten. 12% gehen nur in der Gastronomie flöten. Also es ist nicht alles McDonald's schuld. 5% gehen im Handel flöten und, oh, scheiße. Und das sind nur die EU-Zahlen. In Deutschland sind es 60% der Haushalte. Ja, ich muss schon wieder was ändern, nicht die da oben. Scheiße. Ja, aber das Gute ist, wir können was verändern. Was wir verändern können, ist enorm. Diese Tipps mögen vielleicht für euch ein bisschen offensichtlich erscheinen, aber so viele offensichtliche Dinge sind, wirklich, wir denken an so wenig. Also, was können wir tun? Verwenden statt verschwenden. Wir können unsere Woche durchplanen. Wenn wir am Anfang der Woche einkaufen, planen wir durch, was brauchen wir überhaupt? Können wir vielleicht etwas kaufen, was länger haltbar ist, wie Getreide? Was können wir dafür alles benutzen? Wir können vorbereiten und aufbewahren. Wenn wir auswärts essen gehen wollen, nehmt euch eine Dose mit. Ja, wenn ihr irgendwo auswärts esst und die haben eine zu große Portion, nehmt euch den Rest mit, wenn ihr vorbereiten könnt für auswärts. Ja, und wir müssen nicht großartig kochen können. Ein bisschen Gemüse in eine Pfanne geschmissen ist kochen, glaubt mir. Wir können etwas mitnehmen, wir können einfrieren und wir können auch etwas zweimal essen. Es ist unglaublich, macht keiner mehr. Ich finde es großartig, ich liebe Reste essen, offensichtlich. Und Bolognese und Chili schmecken am nächsten Tag noch geiler, ohne Scheiß. Der hier wirkt ganz offensichtlich, aber kauft nur so viel wie nötig. Ganz wichtig. Das ist so offensichtlich, aber ich erinnere mich an meine Fleischesserzeiten. Da war ich oft mit der Freundin kochen, die hat eine 10er-Pack Eier gekauft, hat ein Ei benutzt und 9 weggeschmissen. Menschen machen das und auch wir machen das, ganz ehrlich. Und schließt euch mit anderen zusammen. Egal ob Familie, Freunde, Mitbewohnerinnen, Mitbewohner, Kolleginnen, Kollegen, nehmt euch, wen ihr mögt. Und kauft zusammen ein, organisiert euch, gründet eine WhatsApp-Gruppe oder eine Threema-Gruppe oder eine Signal-Gruppe oder eine Pinnwand und schließt euch zusammen, kauft gemeinsam ein, kocht vielleicht mal zusammen. Das ist ein unglaublich soziales Event, das macht voll Bock. Und ihr könnt mal einen Kuchen backen und wenn ihr was übrig habt, dann bringt ihr was vorbei. Wenn ihr zu diesen Menschen gehört, die Kuchen teilen, ich sehe schon. Alles klar. Es ist wirklich unglaublich, was ihr damit erreichen könnt. Und was ihr damit sparen könnt. Wenn ihr aktiv Lebensmittel retten wollt, dann könnt ihr euch Foodsharing anschließen. Es gibt noch andere Organisationen. Ich rede über Foodsharing, weil meine Frau das macht, seit einem Jahr sehr intensiv. Foodsharing ist eine Organisation, die es seit 2012 gibt. Die sind ehrenamtlich tätig, haben seit 2012 16.000 Tonnen Lebensmittel gerettet. Aus 4.600 Betrieben mit ungefähr 41.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Und das geht ganz einfach. Es ist wirklich, geht auf foodsharing.de. Ihr könnt euch da anmelden, ihr müsst euch ein bisschen informieren und macht mit. Allein in Düsseldorf, wo wir herkommen, wurden 2017 160 Tonnen Lebensmittel gerettet. Und das heißt nicht, dass alles gerettet wurde. Da gibt es Großmärkte, da werden jeden Tag Tonnen weggeschmissen. Und da werden Großgebinde an Trauben gekauft, von denen gewusst wird, dass die Hälfte weggeschmissen wird. Das Zeug ist gut. Das hat nichts mit Dumpster-Diving, mit Mülltonnenkriechen zu tun. Das Zeug ist gut. Es wird damit geplant, dass es weggeschmissen wird. Das System ist pervers. Die Lösung ist peinlich einfach. Okay? Okay, ich habe gesagt, ich habe auch für die alten Hasen noch ein paar Themen. Und wie gesagt, aufgrund meiner Zeit, in der ich erschreckend gut bin, heilige Scheiße, habe euch einen kleinen Überblick gemacht, was wir noch tun können. Das ist, wie gesagt, nur ein Überblick aus Zeitgründen. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, wenn ihr am Schluss Fragen habt, ich bin hiernach im Ask a Vegan Zelt, beantworte gerne eure Fragen. Das hier ist nur ein Überblick. Also, Quick Tips, here we go. Palmöl. Die Hälfte unserer Lebensmittel und unserer Produkte in Supermärkten sind mit Palmöl. Palmöl zerstört Regenwälder. Palmöl kostet Orang-Utans und den Menschen, die dort leben, das Leben. Und wenn ihr nicht möchtet, dass Palmölfelder die Regenwälder abfackeln, kauft kein Palmöl mehr. Schaut einfach mal drauf, wo ist überall Palmöl drin? Es ist richtig absurd. Und schaltet ganz nach und nach um. Überfordert euch nicht. Aber es gibt auch einen richtig guten Schokoaufstrich à la Nutella ohne Palmöl in vegan. Keine Sorge. Alles Lebensmittel, alles Lebenswichtige gibt es ohne Palmöl. Dann haben wir Plastik. Plastik ist etwas, was generell schon ziemlich in unserem allgemeinen Verständnis ist. Plastiktüten und so, klar. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen wie Q-Tips, Shampooflaschen, Tofu-Verpackungen. Wir hatten noch ein paar Sachen, wo Plastik drin ist. Mikrofasern, Sojamilchpackungen, Deckel, Strohhalme ist ein Riesending. To-Go-Becher sind ein Riesending. Meine Lieblinge, die Kaffeekapseln sind ein Riesending. Überall finden wir Plastik. Also schaut mal nach, was können wir mit Plastik tun? Was können wir gegen Plastik tun? Wie viel Plastik habt ihr zu Hause? Und was könnt ihr nach und nach ersetzen? Schaut, ob es in eurer Stadt einen Unverpacktladen gibt. Wenn es keinen gibt, vielleicht wolltet ihr jemals immer dann schon einen aufmachen. Vollkommen cool. Engagiert euch, tut euch auch da mit anderen Leuten zusammen. Kauft vielleicht Großgebinde ein, ja, damit nicht ganz so viel Verpackung genutzt wird. Und schaut, was ihr an Dingen ersetzen könnt. Wenn ihr rausgeht, nehmt mal Dosen mit. Ihr müsst keine Einkaufstüten nehmen. Ihr könnt Einkaufstaschen nehmen, nehmt Rucksäcke. Das ist alles sehr offensichtlich, aber ich habe da nicht dran gedacht. Und auch Q-Tips, auch Taschentücher gibt es ohne Plastikverpackung. Und auch ein Thema, wo ich jetzt generell biologisch nicht unbedingt für ausgerichtet bin, Tampons. Ja? Mooncups und Stoffbinden sind eine Alternative für Tampons, die millionenfach in Deutschland jedes Jahr benutzt werden. Alles ein Thema, was wir bearbeiten können. Und Upcycling ist auch ein Riesending. Upcycling bedeutet, dass aus Müll noch etwas gemacht wird, das Sinn hat. Zum Beispiel besteht mein Gürtel aus altem Feuerwehrschlauch. Mein Armband hier ist aus altem Fallschirmseil mit einem Stückchen Fahrradkette. Und meine Visitenkarten sind aus recycelten T-Shirts. Und die sind nicht labbrig, die sind super. Ja? Also es gibt so viel, was wir tun können. Und wir haben eine Menge Plastik. Das Problem ist ernsthaft. Wir haben alleine in der pazifischen Küste von Amerika haben wir den Great Pacific Garbage Patch. Das ist eine Riesenmüllinsel, die wiegt 76.000 Tonnen. Und die besteht größtenteils aus Plastik. Und übrigens besteht sie zur Hälfte fast nur aus Fischereinetz, Müll und Fangleinen und Fischereikörben. Also ein Riesending. Zum Konsum. Wir haben sehr viel Zeug, gerade in Deutschland. Wir meckern immer, dass wir nichts haben und wir Deutschen jammern eh ganz gerne. Das ist eine Art Volkssport. Aber wir haben sehr viel Zeug. Wir haben irgendwas zwischen 10 und 100.000 Gegenständen durchschnittlich pro Person. Brauchen wir wirklich so viel? Wenn wir was Neues einkaufen, schauen wir doch mal, ob wir es gebraucht einkaufen können, ob wir es tauschen können. Schauen wir bei eBay Kleinanzeigen, ob es das zu verschenken gibt. Und auch unsere eigenen Sachen, wenn wir irgendwas nicht mehr brauchen, muss es nicht unbedingt in den Müll. Es kann auch irgendwo anders hin. Es kann jemand anders, der noch Verwendung dafür hat, vielleicht gebrauchen. Kleidertauschbörsen sind ein Riesending. Ja, wir müssen nicht unbedingt zu Primark latschen das nächste Mal, wenn wir günstige Kleidung brauchen. Wir können auch einen Kleidertauschkreisel, es gibt mittlerweile sogar Apps dafür, können wir haben. Und können uns neue Klamotten, die meistens bessere Qualität haben als das Zeug, für umsonst oder für geringes Geld holen. Und wir sparen damit eine Menge Ressourcen. Natürlich zu Sachen, die wir nicht oft brauchen, ja, Leitern oder Bohrmaschinen oder was auch immer, was wir nicht oft brauchen oder worin wir sehr schlecht sind. Ja, das können wir tauschen, wenn wir es brauchen. Mobilität brauche ich eigentlich kaum noch was zu sagen. Eigentlich, aber letztendlich dann ja leider doch.
Schaut euch mal um, wenn ihr morgens zur Arbeit geht oder fahrt. Wie viele Leute sind einzeln in ihrem Auto? Wie viele Leute? Fast alle, gell? Fast alle Leute sind allein in ihrem Auto. Denkt mal drüber nach, wie oft seid ihr wirklich auch selbst allein in eurem Auto? Und schaut, vielleicht kann ich mehr zu Fuß gehen. Vielleicht kann ich mehr Fahrrad fahren. Zug fahren ist ein Riesending. Ich habe keinen Führerschein. Ich weiß, dass es geht. Und ich habe ihn nicht, weil ich ihn verloren habe, sondern weil ich unfähig bin. Wenn ihr Auto fahrt, schaut mal, ob ihr vielleicht Fahrgemeinschaften bilden könnt. Ja? Könnt ihr euch mit Kolleginnen und Kollegen zusammentun, mit Mitbewohnerinnen, mit Familie, mit Freunden. Und das schafft auch eine Menge Platz auf den Straßen. Wir haben weniger Staus. Und bitte fliegt weniger. Wir sind so ein Urlaubsland. 30 Euro nach Mallorca und zurück. Wie krank ist das? Wir können überall hinfliegen und Inlandsflüge sind geboomt. Wir können plötzlich von Berlin nach München fliegen. Wir können von Köln nach München fliegen, obwohl das nur 5 Stunden im Zug dauert. Sparen wir da so viel Zeit oder haben wir vielleicht mal 2 Stunden mehr Zeit und können mit grünem Strom nach München fahren, statt dass wir in ein Flugzeug springen und Kerosin verballern? Dann nochmal kurz zu Lebensmitteln. Es gibt biozyklisch veganen Anbau. Wer kennt das von euch? Ihr seid so geil, Berlin. Ihr seid super. Biozyklisch veganer Anbau bedeutet rein vegane Landwirtschaft. Denn auch in unserer Biolandwirtschaft, natürlich auch in der konventionellen, wird nicht nur Gülle gesprüht, es werden auch Blutmehl, Knochenmehl, Hornmehl zur Düngung verwendet. Das heißt, auch Rückstände von Antibiotika, Rückstände von Hormonen landen in unserem Gemüse. Das heißt, wir haben eine Menge Leute, die sagen, du lebst ja gar nicht wirklich vegan. Stimmt, ja? Und biozyklisch veganer Anbau möchte das Ganze vorantreiben, dass wir rein veganen Anbau haben. Das geht mit rein pflanzlichen Düngemitteln und sehr, sehr naturschonend. Und das Ganze wirkt auch der ganzen Nitratbelastung im Wasser entgegen. Das Tolle für euch ist, morgen um 14.30 Uhr hat Anja Bonsheim von biozyklisch veganer Anbau hier einen Vortrag, großartige Frau. Es gibt auch einen 2-teiligen Podcast von mir zu dem Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema, es ist ein sehr spannendes Thema. Und wenn ihr euch weiter informieren wollt, gibt es natürlich eine Folie am Schluss dazu. Warum erzähle ich das alles? Müssen wir alle so perfekt sein, mal ehrlich? Müssen wir so viel? Nein. Wenn ihr euch bis hierhin irgendwas mitgenommen habt, irgendeinen Teil, ein Detail davon, dann bin ich schon glücklich. Ich kann nur Impulse setzen. Ich kann nicht erwarten, dass ihr alle euer Leben verändert. Ich tue es auch nur Schritt für Schritt. Wir sind nicht perfekt. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir was tun müssen. Wir haben es hier wirklich mit einem riesen fetten blinkenden Countdown zu tun, Leute. Einem riesen fetten blinkenden Countdown. Und wir müssen was tun. Wir können das nicht auf die Politik schieben. Wir können nicht immer sagen, die da oben müssen was machen. Wir müssen. Und wir können es nicht auf unsere Kinder schieben. Dann ist es ein bisschen spät. Und es wäre auch unfair. Außerdem können die nicht. Die sitzen an ihrem Handy. Und wenn ihr jetzt noch einen kleinen Motivationskick braucht. Wir sind nicht allein. Ich habe es eben schon gezeigt, wie viele wir sind. Und manchmal fühlt es sich so an, als wären wir ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Plastikflasche mehr oder weniger hole, wen interessiert das? Aber jede Handlung, die wir tun, inspiriert vielleicht andere. Ständig komme ich ins Gespräch. Meine Frau kommt noch viel häufiger ins Gespräch. Und die bewegt so viele Menschen. Seid freundlich. Geht auf Partys. Ich meine, woher kennt ihr diesen Spruch? Wie erkennt man einen Veganer auf einer Party? Erzählt sein. Genau, ich hasse diesen Witz, by the way. Aber super, geht raus, erzählt auf Partys Leuten von vegan. Geil. Erzählt den Menschen, was wir tun können. Ihr könnt ein bisschen nerven, seid bitte freundlich, aber redet darüber. Geht an Schulen, geht an Unis, geht in die Politik, geht auf die Straße und tut was. Backt irgendwas, ja? Liebe geht durch den Magen, Veganismus auch. Und wenn wir positiv bleiben, wenn wir Menschen einfach ein bisschen zum Nachdenken anregen, dann ist so viel getan. Denn wir sind alle insgesamt ein Haufen Tropfen, Leute. Und nicht nur auf dem heißen Stein, wir sind heiße Tropfen. Ja? Wir können eine Menge bewegen. Und wenn ihr jetzt noch einen kleinen Motivationstritt braucht, hier ist einer direkt in die Fresse. In den letzten 40 Minuten, die ich gesprochen habe, sind 3 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. 13 Kälber sind in ihren Mutterleibern erstickt, weil die Mütter schwanger geschlachtet wurden, weil ihre Milchleistung runtergegangen ist. Das sind vegetarische Kühe. Die gingen für Milch drauf, nicht für Fleisch. 22 Delfine und Wale wurden gefangen. 235 Kinder sind verhungert, unter 5 meistens die Kinder. 898 Quadratkilometer Regenwald wurden verbrannt, das ist die Fläche von Berlin. 3800 Küken wurden geschreddert, weil sie keine Eier legen, sind halt Männer. Das ist mal kein Patriarchat. 7500 Haie wurden gefangen oder geschlachtet. 24.000 Kühe wurden geschlachtet, 5,3 Millionen Hühner und 80 Millionen Fische.
in den letzten 40 Minuten. Wir können alle was verändern. Wir können. Und wir müssen. Und ihr könnt das auch. Wenn ihr irgendwie eure Passion, euren Beruf damit verbinden könnt, etwas Gutes zu tun, tut es. Und wenn es Schritt für Schritt ist. Ihr seid Fotografen, ihr macht gerne Videos, ihr macht gerne Musik. Ihr könnt was erreichen. Guckt euch Aljoscha und Gordon von Veganes Ungesund an. Das ist ein Arzt und BWLer. Die haben zehntausende Freunde, die verändern was. Ja? Wir müssen nichts Besonderes können. Schaut mich an. Oh Scheiß. Ich habe 25 Jahre lang Fleisch gegessen, als wäre es kein, gäbe es wirklich. Meine ganze Familie ist vegetarisch, die haben es nicht geschafft. Und ich konnte trotzdem mit den Informationen, die mir gegeben wurden, mein Leben verändern. Und ich bin nur Schauspieler, ich kann nichts Nützliches, ich kann nur quatschen. Ja? Und trotzdem haben meine Frau und ich 2015 einen veganen Imbisswagen gegründet, hatten den 2 Jahre lang. Wir haben tausende Essen geliefert, wir haben tausende Gespräche geführt, wir haben sehr viele Menschen bewegt. 2017 habe ich dann den Podcast angefangen, dadurch, dass wundervolle Menschen mir die Chance gegeben haben. Und wir haben bis heute über 120.000 Downloads. Ich bekomme fast jede Woche E-Mails von Leuten, die mir schreiben, dass sie durch den Podcast oder mit Hilfe des Podcasts vegan geworden sind. Ich konnte nicht wirklich fotografieren. Ich habe 2017 angefangen zu fotografieren. Die Fotos von den Leuten im Podcast aus Astina habe ich alle selber gemacht. Ich habe seit einem Jahr ernsthaft fotografiert und ich habe mittlerweile mehrere Magazincover und 2 Buchcover fotografiert. Und das ist nicht, weil ich ein geiler Typ bin, sondern weil es wichtig ist, weil ich mich einbringen wollte, weil es einfach verdammt nochmal Zeit ist, das zu tun. Ich würde so gerne nur rumsitzen und Videospiele spielen, glaubt mir. Aber das geht nicht mehr. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das erst recht. Also, mir bleibt nur noch zu sagen, vielleicht schafft ihr es auch irgendwann ins Auenland, denn ich habe euch versprochen, am Ende geht es aus Mordor ins Auenland. Das hier ist der Ausblick aus dem Auenland, denn hier drunter ist der Lebenshof Auenland, auf den meine Frau und ich im September ziehen, ein neu entstehender Lebenshof namens Auenland. Meine Frau hat den Namen ausgesucht, ich bin Herr der Ringe-Fan, ich liebe sie. Hier sind noch Infos, fotografiert es euch ab, da könnt ihr gerne weiterlesen, weiter forschen. Wenn ihr mir folgen möchtet auf Instagram, LarsTheVegan, da poste ich meistens sinnvolles Zeug. Veggie World, den Podcast gibt es jeden Montag mit einer neuen Folge, mit wundervollen Gästen, mit wichtigen Infofolgen. Jeden ersten und dritten Mittwoch gibt es ihn auf Englisch, wenn ihr englischsprachige Freunde habt. Und das ist natürlich umsonst auf iTunes, auf Spotify. Ihr könnt es abonnieren, es kostet nichts und es bringt was. Alle anderen Sachen sind auch sehr wichtig. Ansonsten habe ich, glaube ich, an alles gedacht. Mir bleibt noch zu danken natürlich meiner Frau, ohne die ich sowieso nichts hinkriege. Nicole, also vielen Dank dafür, dass du mein Leben rettest. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir danken unseren Frauen viel zu wenig, Leute. Und vielen Dank an Claudia Machnik, das ist eine wundervolle vegane Grafikerin. Wenn ihr Grafikerin braucht, sie ist großartig, sie hat diese Präsentation in weniger als 2 Wochen zusammengeschustert. Puh, meine Güte, haben wir den Arsch gerettet, Leute. Also, wenn ihr möchtet, ich bin gleich noch im Ask a Vegan Zelt. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn ihr möchtet, ich bin gleich im Ask a Vegan Zelt. Ansonsten bin ich um 19.30 Uhr auf der anderen Seite des Geländes und mache um 19.30 Uhr eine halbe Stunde Stand-Up-Comedy. Wer Bock hat, wer hier beim Graslutscher und beim Artgenossen ist, ich verstehe es. Also, viel Spaß, egal wo ihr seid. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Rettet die Welt. Vielen Dank, viel Spaß dabei.